Luca Grünwald, Platz 1 für Kiefer Racing. Hinter den Kulissen wird nämlich diskutiert, was mit dem Sieger des Superbike-Rennens passiert. Servus, es ist soweit, wir sind im Most, Donnerstagabend. Jetzt gibt es noch eine kleine Runde mit dem Rennradl und da bereiten wir uns aufs Wochenende vor. Tschüss! Freitag. Zwei freie Trainings sind schon durch. Das dritte steht im Haushalt. Es läuft gut soweit. Das Wetter ist super. Es ist sau heiß. Schon fast wieder zu warm. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ein paar andere Reifen probieren und dass wir das Ganze noch ein bisschen auf die Renndistanzen besser hinkriegen. Und ja, ich freue mich. Das Motorrad fühlt sich gut an. Ein paar Sachen müssen wir noch ändern. Dann fühle ich mich wohl. Und dann wird es sicher ein erfolgreiches Wochenende. Jetzt gehe ich gleich noch hoch. Und mache mit der IDM zusammen die Onboard-Runde. Ich bin Luca Grünwald und ich nehme euch heute mit auf eine Runde im Autodrom Most. Eröffnet 1983, 4,2 Kilometer, 21 Kurven. Und jetzt legen wir los. Hier kommen wir über Start-Ziel und schauen, dass wir spät den Bremspunkt setzen. Zurück in den zweiten Gang für die enge Schikane. Es ist ziemlich wellig hier, muss man aufpassen. Ganz wichtig, der Ausgang hier. Dann kommt ein langes, schnelles Stück. Sehr coole, schnelle Linkskurve. Dann anbremsen für das nächste Links-Rechts-S im dritten Gang. Geht es in Richtung der Hairpin, zurück in den zweiten Gang. Ziemlich eng, wichtig hier den Ausgang gut zu treffen. Super schnelle Linkskurve bergab. Dann kommt eine meiner Lieblingskurven, die rechts bergauf. Muss man auch sehr gut erwischen. Jetzt geht es dann gleich links-rechts. Immer noch im dritten Gang und hier ist es sehr wichtig, dass die nächste Kombination auf die Links gut zusammenpasst. Und jetzt haben wir noch zwei Rechtskurven, hier der Ausgang wichtig. Und jetzt in der langen Rechts, der Ausgang noch viel wichtiger für die lange Gerade. Schauen, dass man hier gut rauskommt, Strecke ausnutzt. Und jetzt haben wir es schon wieder geschafft, eine Runde in Most. So, wir haben Freitagabend. War ein erfolgreicher Tag. Am Schluss Platz 3 und sind gut unterwegs. Ja, freue ich mich aufs Wochenende. Beziehungsweise aufs Qualifying morgen. Gespannt, wie das hier so läuft. Jetzt drehen wir noch eine Runde mit dem Rennradl und dann gehen wir ins Bett. Fährt euch! Guten Morgen! Jetzt ist es Sonntag. Wir sind bereit für die zwei Rennen. Gestern zum Qualifying noch. Es war gut. Also ich konnte mich im zweiten Qualifying nochmal verbessern und wir stehen auf dem zweiten Startplatz. Für meine Verhältnisse für Samstag ziemlich gut. Ich freue mich auf die Rennen und wir sind gut aufgestellt. Ja, jetzt gibt es dann noch eine 10-minütige Warm-up-Session und dann greifen wir an. Das ist die Startaufstellung, die sich langsam füllt. Was ist der Plan? Was ist die Zielsetzung? Ja, ich bin froh, wir sind in der ersten Reihe dabei. Das passt gut. Die Frage wird, wie sich jetzt der Wind und das Wetter verhalten. Gestern waren doch andere Bedingungen. Ich bin aber auf alle Bedingungen gut gerüstet und schauen mal, wie der Start läuft und dann wird sich eine Taktik zurechtgelegt, denke ich. Da gucken wir, wie es ausgeht. 16 Runden, 67,3 Kilometer im Autodrom von Most. Die IDM Superbike, Rennen Nummer 1. Es wird laut und es geht los mit einem guten Start von Luca Grünwald auf Platz Nummer 2. Also die Kiefer BMW schießt direkt in Führung.
und da gibt es direkt den Sturz. Und Moser, der Pole-Sitter, geht zu Boden. Grünwald vorne, Puffel zweiter, Mackels dritter und Chaos in der ersten Kurve. Also wenn es den Luca jetzt ziehen lassen, dann ist, glaube ich, vorbei für den anderen. Er ist extrem konstanter Fahrer und der, was auch richtig schnell ist bei Abfahren und Reifen. Damit bleibt es also bei einer BMW-Doppelspitze. Einmal Kiefer in Form von Luca Grünwald und einmal die Gerd-Mannschaft. Jetzt in der letzten Kurve schafft der Belgier das und übernimmt die zweite Position. Das hier ist der Blick zurück an die Spitze. Und Bastian Mackels kommt ran an Luca Grünwald. 1:34.672 für Grünwald. Ja, die Luca hat jetzt auch wieder super Runde rausgehauen. Und der Einzige, der in den 34ern ist. Und das war gerade ein klasse Schuss da von hinten, wie Luca Grünwald in diesen Linksknick mit Schräglage und Slide eingebogen ist. Und guck mal, Luca Grünwald, die Lücke ist auf 4,2 Sekunden angewachsen. Die Pace, die der Luca durchfährt, also das ist brutal, schon wieder 35,0, also der... Der ist zurzeit 1,6 Sekunden schneller wie der Mackels, Sekunde schneller wie der Schmitter. Ab 6,8 Sekunden auf der Habenseite für Luca Grünwald. Und das wäre natürlich eine Riesennummer im dritten Rennen für Kiefer Racing. Und Luca Grünwald, den amtierenden Champion der 600er-Kategorie. Und das hier ist Luca Grünwald, Platz 1 für Kiefer Racing. Der Mann oder vielmehr die Männer des Rennens sind Luca Grünwald, Jochen Kiefer und die gesamte Truppe von Kiefer Racing. Und das hier ist nochmal das Ergebnis weiß auf schwarz. Grünwald, Schmitter und die Beast. Das ist das Podium. Tja, und das große Gesprächsthema im Superbike-Fahrerlager in den letzten Minuten ist natürlich die Disqualifikation von dem umjubelten Sieger aus Rennen Nummer 1, Luca Grünwald. Jochen, 172 Kilo nach dem Qualifying, ja. Und so waren es dann am Ende 169 Kilo. Ja, sehr ärgerlich, vor allem für den Luca, ne? Reißt sich den Hintern auf und dann sowas. Ja, es tut mir total leid. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir, wenn wir einen gebrauchten Reifen dann messen, weil das haben wir jetzt eben mal gemacht, dass wir nur am Hinterreifen schon 500 Gramm verloren haben. Ja, unglaublich, aber wahr. Aber so wie ich den Luca kenne, wird der versuchen, im zweiten Rennen allen zu zeigen, dass er den Sieg verdient gehabt hätte. Ich Ampel an und dann geht's los für die IDM Superbike in Moss. Rennen Nummer 2 ist gestartet. Der macht schon Druck auf Alex Polita. Das ist die leuchtend rote Kiefer BMW, die jetzt innen vorbeigeht an der Holzhauer Honda. Ja, ganz, ganz stark und Grünwald weiß, er muss jetzt Druck machen, damit da vorne nicht so eine Lücke entsteht. Und guck mal, wer da hinten schon wieder dran ist. Luca Grünwald mit Tuchfühlung zur Spitze. Grünwald kommt jetzt dran an die Kawasaki von Valentin Debis. Die BMW geht bekanntermaßen gut auf der Geraden. Dazu kommt der Windschatten für Luca Grünwald, innen das Auszacken. Und auf der Bremse ist Debis stark, das wissen wir. Und deswegen geht er erstmal nichts für Luca Grünwald. Wir verfolgen weiterhin Luca Grünwald mit der Attacke auf Wladimir Leonov, Kurve 20, innen rein und vorbei. Aber er rutscht weit raus, Leonov mit dem Konter. Weil hier kommt wieder die BMW-Power bei Luca Grünwald. Das reicht vielleicht für eine Attacke. Nein, tut es nicht. Leonov behält erstmal die Oberhand. Denkste, vertut sich auf der Bremse und Luca Grünwald geht vorbei. Aber guck mal, wer sich absetzt von den Verfolgern. Luca Grünwald. Schau mal auf die Splitzeiten, jawohl, die sind am besten bei Luca Grünwald. Den sollten wir noch auf der Rechnung behalten. Wann kommt
die Zeit von Luca Grünwald. 3,5 Runden sind es nur noch hier in diesem zweiten Lauf der Superbike EDM. Und für Grünwald ganz wichtig, jetzt vorbeizukommen. Und das macht er auch an Bastian Mackels. Im Moment ist Luca Grünwald da auf dem Vormarsch. Er ist wieder dicht dran an Dominik Schmitter. Der macht das doch nicht wieder rechts. Doch, macht er. Vorbei vor der schnellen Rechtskurve. Aber er kriegt die Power nicht auf den Boden. Schmitter mit dem Konter. Großartiges Rennen. Valentin de Bies gewinnt sein erstes IDM Superbike-Rennen. Dominik Schmitter auf der 2 und Luca Grünwald nach einem klasse Rennen auf der 3. Sieht nicht ganz so zufrieden aus, der Luca Grünwald. Hier, schade, hätte sich mehr erhofft, wobei von der Startposition aus da aufs Podium zu fahren. Respekt. Und um es nochmal zu sagen, bei dem Thema Untergewicht. Okay, Reglement ist Reglement, gar keine Frage. Aber wir reden hier von unter einem Kilo, was da ist. Und das, sage ich mal, ist keine Absicht. Aber wir geben jetzt ab zu Eddie die letzte Interviewrunde. Let's go, Edgar. Ja, so sieht's aus. Schade, dass der Tag eigentlich vorbei ist. Luca, Gratulation, Platz 3. Genugtuung, Wiedergutmachung? Ja, natürlich. Ja, mit 16 Punkte, die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Mein Gott, ich hätte natürlich gern wieder, wäre natürlich gern wieder ganz vorne angekommen, aber durch die schwierige Startposition dauert es einfach seine Zeit, bis man durch ist. Gegen Ende vom Rennen war ich auf der Bremse nicht mehr ganz so stark und konnte deswegen auch dann schwierig überholen. Vom Speed hätte ich, denke ich, mitgehen können, aber gut, das ist ein Podium, müssen wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und jetzt schauen wir nach vorne und den Rest können wir nicht mehr ändern. Luca Grünwald, danke schön dafür. Toller Motorsport aus Deutschland, Luca Grünwald. Ja, wir sind auf dem Heimweg. Es war auf jeden Fall ein interessanter Sonntag. Es war, Bomber war okay und dann war es wirklich ein geiles erstes Rennen. Ich war von der ersten Kurve weg vorne und habe dann 6-8 Runden ziemlich pushen müssen. Und dann habe ich gesehen, dass ich einen Abstand nach hinten habe und habe ja, dann im Endeffekt den Start-Zielsieg einfahren können. Leider, ja, waren wir nach dem Rennen bei den technischen Kommissaren um ein halbes Kilo zu leicht. Es ist ein halbes Kilo, also ich glaube, da kann sich jeder selber seine Meinung machen, wie viel Einfluss das Ganze hat. Am Schluss waren wir dann mit 8 Sekunden vorne, also es war dann sehr, sehr eindeutiges Ergebnis am Ende von Rennen 1. Dann mussten wir erstmal die Pille schlucken und für den zweiten Lauf von Startplatz 11 gestartet, aufgrund von dem Reverse-Grid-Verfahren. Macht es natürlich um einiges schwieriger. Am Schluss hat es dann noch für Platz 3 gelangt. Also wir waren wieder auf dem Podium. Ist ein super Ergebnis auch wieder. Natürlich schade, so ein bisschen ein Fahrerbeigeschmack nach dem ersten Lauf. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir vorne dabei sind. Das Speed passt. Ich bin gespannt auf die nächsten Rennen und ich werde weiterhin alles geben. Schönen Sonntag noch.